Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Format, mal wieder oder so. Genannt, ich wusste nicht, wie wir das nennen, wir nennen es jetzt einfach Edelbeef oder Beef. Edelbeef Deluxe. Schinken. Oder Schinken. Um was geht's? Wir haben das schon mal gemacht, also da wart ihr nicht dabei. Wie lange ist das her? Ein Jahr? Das ist schon so lange her. Wo wir das machen wollten und gemacht haben, aber der Kameramann ist geflohen nach Mexiko mit dem Material. Ich weiß es nicht, was er damit gemacht hat. Und ich habe ja einen eigenen Kanal. Was hast du auf seinen Kanal gemacht? Hast nie uns gesagt, gell? Weißt du's? Ja. Da weiß ich noch das erste Spiel, welches es war. Sag's nicht. Witzig wäre es, wenn es jetzt auch wieder das erste Spiel wäre. Dann bin ich froh drum. Ja. Okay, also es geht darum, dass wir uns battlen in neuen Spielen. Jedes Spiel wird natürlich eine Folge haben, beziehungsweise zwei, falls es länger dauert. Kommt drauf an, wie. Pass. Ja. Ich wollte dich ausreden lassen. Wie die Teams aussehen oder so. Ja. Ich bin immer mit Richard zusammen. Die meisten werden es kennen von den Rocket Beans. Wir klauen es jetzt einfach mal wieder von denen, ist mir egal. Ich find's witzig, mal gucken, wie es wird. Kennt ihr es? Yes. Ja. Du? Nein. Also, du weißt nicht immer, was es geht? Ich bin der einzige YouTuber, den ich gucke. Die anderen sind scheiße. Nein, ich habe hier mal. Die anderen sind alle scheiße. Ich habe hier meine Regeln gemacht. Richtig professionell, nicht wie beim letzten Mal. Es geht einfach darum, wir spielen Spiele. Entweder sind es direkt Deathmatch, jeder gegen jeden, oder mal Team, 2 gegen 2, 3 gegen 1 und wie auch immer. Oder einfach, dass es ein Singleplayer-Spiel ist, was heißt, du musst schneller sein als der andere. Das ist so ein Zeit-Time-Battle-Game. Punkte ist ganz klar, wer Erster wird, bekommt 3 Punkte, wer Zweiter wird, bekommt 2, Platz 3 bekommt einer und der Letzte bekommt nichts. Nix. Der hat die Arschkarte gezogen. Nimm mal einen halben. Ich hätte mal einen halben Punkt geben können. Dann, das habe ich von den Rocket Beans übernommen. Na, komm raus. Einmal die Joker-Karte. Kannst du mal jedem auszahlen. Ich meine, mir kannst du mir einen geben. Ich nehme mir einen. Die sehen ganz primitiv aus. Ich wollte mir keine ausdrucken oder so. Ich habe jetzt einfach genommen, wenn man das sieht, keine Ahnung. Guck, wir sind in einem Team. Dank doch. Die Joker-Karte, die könnt ihr nehmen, zum Beispiel, wenn das Spiel FIFA rankommt, als Beispiel. Gell? Da kann der Patrick sagen, hey, ich benutze den Joker. Gell? Dann muss der Patrick Erster werden, dann bekommt er die Doppelpunkte, also 6 Punkte. Wenn du Zweiter wirst, bist du direkt auf dem Platz 4 runtergestuft und bekommst nichts. Dafür werden die anderen, also, wenn jetzt der Richard Vierter wird, ist er Dritter. Also ich rutsche zwei Plätze runter und du rutschst automatisch auf den letzten. Du musst Erster werden, wenn du den Joker nimmst. Ja. Wenn nicht, hast du gelitten. Aber dann kriegt er wie viele Punkte mehr, oder? Das ist doppelt. 6 Punkte. Ja, sechs Punkte. Kann man einmal benutzen, gell? Also in den neuen Spielen dürft ihr den einmal benutzen. Ja. Ihr müsst wenn nicht, aber in einem Spiel gut bist. Ich mache das dazu, wenn den Joker benutzt, der kann bei einem Spiel aussteigen, zum Beispiel FIFA. Nein, du musst nicht alles tun. Du musst nicht spielen. Nein, gibt nichts anderes. So habe ich die Regeln, ich muss kurz reden. Bei FIFA bin ich ein Klotz am Bein. Ja, ich kann auch nicht alles. Ich oder die was? Regeln ich werden wir nie FIFA gespielt. Die Regeln werden wir spontan dann machen. Ob wir das 2 gegen 2 machen. Ja, mal mit dem Timo zusammen. Und der Timo konnte überhaupt nichts. Ich habe verloren. Der Patrick, der hat gewonnen. Ja, ich war ja mit dem Dennis zusammen. So, jetzt aber was. Ich kenne die Regeln aus Fußball nur aus Kickers und Captain Tsubasa. Mach doch. Das reicht doch. So, jetzt aber was ganz Neues. Und zwar die 20 Minuten Lauf. Das habe ich jetzt mir mal ausgedacht. Ich hoffe, das funktioniert. Die Rachekarte. Rachekarte. Was soll das sein? You Mad Bro. Das ist die Rachekarte. Das hinten müssen wir zeigen, das ist Werbung. Okay. So, und zwar geht es darum, das ist ja eigentlich genauso ähnlich funktioniert wie die Joker-Karte, nur andersrum. Sie darf gesetzt werden nach dem Spiel, das ist wichtig. Auch die Joker. Ihr könnt nicht vor dem Spiel schon sagen, ich nehme den Joker. Ihr müsst immer abwarten und dann den Joker oder Rachekarte benutzen. Ist ja auch logisch. Okay. Nein, wer macht das vorher? Außer du vielleicht. Ja, ich hab Joker ja vorher genommen, weil ich immer gewusst habe, ich gewinne. Ja, genau. Mann. Es geht darum, nehmen wir wieder das Thema FIFA. Du bist eigentlich ganz gut in FIFA, also denke ich mal, ich benutze meine Rachekarte und sag und darf dann bestimmt, Patrick wird Erster in FIFA. Ja? Mhm. Wenn das dann passiert, bekomme ich deine Punkte. Du kriegst meine 6 Punkte. Nein. Ich meine, man kann das kombinieren, Joker und Rache, also, aber wir gehen jetzt bei 3 Punkten aus, gell? Okay. Also du bekommst 3 Punkte. Ja. In FIFA, freu mich. Ich wäre bei einem Punkt, ich wäre Dritter zum Beispiel, gell? Dann wird es gerade getauscht.
Also hast du da 4 und ich hab 0 oder? Nee, du hast 1. Also 1 kriegst du, wir tauschen gerade die Plätze. Okay. Aber nur wenn das eintrifft, was du gesagt hast. Ja. Genau. So, jetzt habe ich mir gedacht, ich habe echt lange überlegt, wie ich die Regeln machen soll. Weil man kann ja tricksen und so weiter, gell? Einfach Platz 4 fahren und hoffen, dass der andere Erster wird. Ich meine, aber dann habe ich gesagt, okay, lass mal so. Ich meine, sehen wir dann. Falls aber jetzt ein Spiel kommt, wo ich dann sage, Patrick, du bist Letzter, gell? Und ich werde Erster, können wir ja die Plätze tauschen, dass du dann 3 Punkte kriegst und nicht 0. Da wird es dann so gemacht, dass ich einen Punkt bekomme und du einen Minuspunkt. Okay. So, jetzt muss ich gucken, ob das... Genau, das war's. Habt ihr Fragen? Habt ihr das mit den Karten kapiert? Ich meine, du hast es kapiert, du bist intelligent. So. 100 und 200. Soweit. Ja, mal sehen, ja? Okay, dann erkläre ich euch noch... ich kann das F zählen. Das kann ich noch zeigen hier. Das so jetzt aussehen. Die Punkte, Spiele. Ich meine, Spiele konnte ich nicht aufschreiben, weil ich nicht weiß, was drankommt. Und hier werden die Punkte eingetragen, die Gesamtergebnisse und so weiter. Ja, so wird es aussehen. Hier können Sie auch nochmal gucken. Rechtschreibfehler könnt ihr behalten. Die schenke ich euch. Da steht ein falscher Name. Soll ich Flammflügel draufschreiben? Ich wusste ja, es geht um deinen Namen. Guck mal, ich habe sogar mich Tobias Ring eingeschrieben und nicht Bracalone. Also, lass nicht meckern. Wer ist dieser Bracalone? Ich kenne keinen Bracalone. Ich kenne nur Barcalone. Genau. Er guckt nur seinen Channel. Ja, mein Channel und seine Videos guckt er. Okay, dann hier die 2 Schüsseln. Da sind die Spiele drin. Ja. Da sind bei anderen sind die Namen drin. Was ich gern hätte, bei den Spielen ist mir egal, aber bei den Namen, gell, immer so zurückfalten, wie es ist, damit man sie öfters benutzen kann. Wenn nicht, dass ihr sie dann so faltet, wie ihr gerade denkt, und dann seht, aha, guck mal, das ist mein Name. Ja, okay. Als Beispiel. Gut, fangen wir an. Wo ist meine U-Mat? Bro. Ey, du hast meine Karte. Doch, du hast 2. Das ist meine gewachte Karte. Ich dachte, ich hätte dann 2. Nein. So, okay, fangen wir an. Patrick, du darfst ziehen. Ich darf ziehen. Das Spiel. Ich glaub, schau mal. Oder nicht nochmal. Oder sind die schon gemischt? Wir machen es so, warte. Ist doch eigentlich scheißegal. Du hast ja nicht gesehen, wie er die gelegt hat. Ja, das ist mein Handy. Das war mein Handy. Alle anderen Handys sind schon aus. Ja. Du guckst nicht hin. Entweder zurück oder Augen zu. Und jetzt, was rein. So, schauen wir mal, was hier. Oh Gott. Wenn das Spiel ist, was ich hoffe, dass es ist, dann ist es gut. Geht doch lautlos. Okay, das ist zusammengefallen. Das ist sehr gut. Stickboard. Stickboard. Was? Direkt das Spiel? Zeig mal. Stickboard. Stickboard. Tatsächlich, Stickboard, das ist ein PC-Spiel. Da geht es um Völkerball. Völkerball? Okay. Ja. Okay, mal gespannt, wie das ist. Da muss ich jetzt ein bisschen um, weil das ist am PC. Okay. Gut, also bis gleich. Ciao. Geht's? Wir zwei müssen starten. Ja, wir haben freiwillig gemeldet. Ich nenne hier den Coach. Yeah! Ich bin schwarz. Yeah. Ich bin schwarz. Ich mach's halt. Ja. Jeder gegen jeden. Keine KI. Welche Maps sollen wir nehmen? Können wir den egal. Machen wir den Kreise? In den Kreise.
Kreise kriegst du. Jerome. Oder für ein gutes Spiel? Jo. Jo. Nein! Ach scheiße, ich drücke den falschen Knopf. Ach scheiße, voll geil. Alter, Bank geschmissen, Alter. Kommt doch da hinten raus, Alter. Nein, nein, oh! Yes. Ah, du Penner! Ah, ja! Komm her! Scheißball! Ah! Ja! Yeah. Ah. Sehr gut! Hier, auf die Fresse nochmal! Ja! Werde gut! Nix! Schnell, nimm den Ball auf meinen Mann! Das gibt's doch nicht! Ja, sorry, ich musste einmal gucken, was ja, das ist. Deswegen weiß ich auch ungefähr, wie es geht. Ich hab noch einmal drei. Ja. Einmal hab ich's. Drei. Ui, ui, ui. Ah, du Penner! Ach, scheiße! Oh. Komm her, du. Ah! Nein! Weg! Geh weg! Lauf. Geh weg! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Scheiße! Ah! Ah, oh. Oh. Ah! Du Penner! Hau ab! Oh, ah. Oh, ah, scheiße! Ah, du Penner! Okay, das war's. Sehr schön, sehr schön. Mit einem verdienten Sieg starte ich in die erste Runde. Mal schauen, wie Danny und Richard sich schlagen. In den Arsch. Der Björn ist so langsam. Die sind alle gleich, oder? Der Björn hat sich gar nicht bewegt, wenn ich das wollte. Ich bin dafür. Ohne Gefahr hat Richard dieses Match gewonnen. Beim nächsten Mal geht es um die Loser Patrick und Danny. Wer ist wer? Ich bin der Björn. Ich bin der Sharon. Allah! Ah! Oh. Oh, wie spannend! Ach, voll daneben! Ah, gibt's doch nicht, Allah! Oh, ah, ich hab doch eben getroffen, Allah! Gib doch nicht so nah dran! Okay.
schmeißt dein Wurst. Lass, kann man Würste schmeißen. Die kann irgendwie schmeißen die Würste. Auf Jerome, ich will was sehen jetzt. Ja. Das gibt's doch nicht, Anna. Wie geht der Stunde jetzt? Oh, jetzt hab ich mich selber getroffen, Alter! Jetzt schon angefangen. Jetzt sind beide. Leck mich doch am Arsch. Jawoll! Ja. Jetzt konnte ich mich eben nicht mehr bewegen. Ja, du warst verliert. Der hat doch gar keine Hypnose eingesetzt, oder frische Kamäse, oder Superschall oder so. Oh, das ging schnell. Der bewegt sich aber gar nicht mehr, meiner. Klar, am Anfang. Das ist unglaublich unfair. Das ist unglaublich unfair. So sagen. Der Jerome ist genauso langsam. Oh, jetzt haben sie raus. Der hat aber Frühstart gemacht, der ist. Nee, Frühstart, hast du Spaß an der Waffe? Du bist ja, irgendwie ja, ja, halt am Maul. Stand. Da stand eins, dann bist du schon. Ja, mich ist rum. Ja. Warte, du kannst sitzen bleiben mit Danny. Also, ja, das war Frühstart. Da stand noch nicht null, da stand eins. Mal gucken, ob der Controller geht. Frühstart, ich gebe jetzt einen Frühstart. Was? Der hinspringt zum Ball. Ich glaube, nicht, der 1 steht erst drin. Da hat er 1 gestanden. Hat Patrick mit einem Frühstart betrogen? Wir wissen es nicht genau. Patrick ist wieder dran, gegen Richard diesmal. Kann ich ausrutschen, ne? Öl oder was? Achso, das ist. Oh, da kann ich abstürzen. Also, wer auch gewinnt, geht ins Spiel runter. Okay. Ah, oh, das gibt's nicht. Oh! Das ist knapp! Was? Oh! Was? Ah. Da. Also, Penner! Oh, wir machen Spiel mal raus und dann ist es geil. Ah. Scheiße. Nein! Oh. Oh! Ah, komm her! Ja, man rutscht die oh. Seite. Ach, so hab ich selber getroffen, Alter! Oh! Jetzt komm her mit dem Ball. Nein! Nein, geh weg! Nein! Scheiße. Oh, fuck it. Ja! Boah, was geht's denn? Schlecht. Scheiße. Guck mal, Monika ist wütend. Guck mal, da fliegt immer zu dir der Scheißball. Boah, das gibt's nicht. Oh nein! Das war genau. Ah! Nein! Scheiße! Nein! Das gibt's nicht. Ist das geil? Oh! Ah, geh weg! Scheiße! Nein! Ich hab ihn wieder gefangen! Reingesprungen! Bam! Okay, das ist der beste Spiel. Kommt mal zu mir, genau. Oh! Oh! Oh. Ja, verdammt! Oh, yes. Voll rein! Ah, Scheiße!
Einfach mal irgendwo hingeschmissen. Spannendes Spiel. Das bisher spannendste Spiel. Wir sind gespannt. Jetzt geht's um die Wurst. Richard gegen mich. Wenn die so schief ist, dann läufst du halt hoch. Und der Ball fliegt irgendwo hin. Das ist ja schlecht. Das ist geil. Die was finde ich denn mal in dem Cast? Guck, schon fliegt er zu dir. War bei mir auch so. Oh. Yeah. Sehr schnell. Sehr schön. Super. Wer hat verloren? Ich eben. Noch keiner. Der hat ja erste Runde. Komm, ich wünsche dir mal zu der Seite. Oh. Oh, das ist okay. Der ging schnell. Sehr gut. Ich mach entspannt, ich will direkt. Nicht rechte Entscheidung. Ja. Das war mein Spiel und Richard sein Party. Hä? Wie? Ich hab den getroffen! Oh, Alter, ich will den Ball! Gib mir den Ball! Nein! Gib mir den Ball! Oh. Ja, ich hab's nicht rausgekriegt! Was war das denn? Man kann kicken! Anscheinend! Oh, kann ich auch rausschmeißen! Ja, ich bin dagegen gesprungen! Ja. Oh, das könnte noch eine Spannung brauchen. Oh, Mann, ich wollte gerade springen, es ging nicht. Und schon, nein! Und 2-2. Fuck! Fernschuss! 19 Meter. Ah. Ich hab schon gewonnen, wenn er jetzt. 3 Punkte. Endspunkt. Oh! Fuck! Nimm den Ball! Nimm ihn! Ja! Oh. Scheiße. Sehr gut. Wie viel steht's? 2-2-1, gell? Und ja, 2-2-1, ja. Ah, sehr gut, gutes Spiel, Jan. Yes. 2-0 gehe ich in Führung. Richard kommt noch dran, aber ich schaffe es. 3-2 habe ich gewonnen. Pussy da! Ja. Aber ich glaube, ja, okay. Oh, das war unser erstes Match. Ja. Wo ich den Spiel abgeschnitten habe. Oh, da gibt es Schwelle. Was hast du da oben geschmeißen? Hä? Oh. Oh! Das war nicht schlecht. Was um die Ecke? Ich dachte, ich hab das Geld. Ja. Der ist doch eine Kurve geflogen, oder? Nee, oder? Keine Ahnung. Welche ist ja Wanted oder? Wanted. Oh, da gibt es Schwelle, Tobi. Stark, sehr schön. Sehr, sehr gut. Ja, das wird ein Stich in den Bein gehen. Sehr gut. Warum? Weil du verlierst, du Hase. Du hast aber einen Punkt, oder? Du hast einmal gewonnen. Ja. Ach so, ja. Kein Stechen, nein. Das spielen wir rum, wenn ich jetzt das gewinne. Ja. Ah, wenn ich jetzt immer in diesen dummen Ball herlaufen muss, oh. Das war ein Tor, der gewonnen ist. Ey, dir schon den Joker eingesetzt. Richard ist Zweiter, ich bin Dritter. Wir nehmen jetzt Frank für jemanden auf.
Hier sitzen schon. Danny hatte keine Chance gegen mich. Ich habe ihn 3-0 aus dem Stadion gefegt. Yeah, hey, ich hab gewonnen! Hier haben wir schon mal. Ist es gut drauf? Ja. Gut. Kann ich jetzt nochmal sagen. Also, Danny mit stolzen 0 Punkten. Patrick hat einen. Juhu! Richard 2. Und ich 3, das hätte ich eigentlich ehrlich gesagt. Ich dachte, er gewinnt. Aber. Wunderbar. Ich hab das Spiel noch nie gespielt. Ja, ich hab gegen Danny gewonnen, egal. Tobi hatte Vorteile. Ja, dann hat das Spiel einmal gespielt. Leichte Vorteile. Ja, ich musste ausprobieren, das funktioniert. 8% vom Spiel schon erledigt gehabt. Mhm. Was? 8% Vorteile. 8%. Ja, ich hab einmal Kampagne gestartet. Okay, gut, danke. Oder wie fand ich das Spiel jetzt generell? Das war cool, ja. Ich fand's cool. Ich auch. Das kann man öfter spielen. Ne? Hat ihr gesehen, es geht ja auch normal zu viert. Also könnte auch jeder gegen jeden machen, aber mit den Controllern gibt's so. Gibt's eigentlich auch Deathmatch? Ja, sag ich also, ja. Also, ja, ja. Werden auch jeder gegen jeden machen. Aber ich dachte mir, weil wir es am PC zocken und weil das mit den Tastaturen schon so Probleme gab, hat es einer gereicht. Also eins gegen eins. Eins gegen eins. Das passt. Okay, sollen wir jetzt schon ziehen fürs nächste Spiel oder sollen wir das für die nächste Folge lassen? Ich denke, nächste Folge, ja. Ja, ist gut, für die nächste bisschen Folge. Spannung aufbauen. Ja. Spannung aufbauen. Gut, dann seht ihr das Spiel beim nächsten Mal. Wir nehmen es raus und dann. Und dann machen wir es auf. Genau, das schon und dann genau. So machen wir das auch. Richard zieht. Richard zieht. Ich hab beim ersten Mal gezogen. Schinken. Augen zu. Ich wollte auch mal was sagen. Darf ich schon? Ja, mach. Dann nehmen wir die so. Hast du was? Yes. Hast du eine oder zwei? Ich hab eine. Gut, und das Spiel ist. Nicht verraten. Get your life.